herzlich willkommen hier zum ersten Achtelfinale der Euro 2024. Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schottland gegen Serbien. Natürlich, falls ihr noch nicht Abonnent seid, sehr gerne kostenlos abonnieren am Anfang des Videos. Natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich blende euch jetzt den Achtelfinalbaum quasi ein. Und wundert euch nicht über diesen Begegnungen, also hier jetzt darüber, ihr seht ja hier Schottland, Serbien und dann steht AF1 da. Spiel 37, das heißt Achtelfinale Nummer 1 bedeutet, weil der Baum ist ein bisschen anders, was sag ich mal, anders aufgebaut. Der ist genauso mit den Gruppen, wie es in echt stattfindet, aber quasi die Position 2 ist, Achtelfinale 2 ist ein bisschen verwöhnt. Wenn ich euch, also ich blende es euch ja jetzt ein, ihr seht jetzt ganz oben Kroatien gegen Belgien. Kroatien gegen Belgien ist aber theoretisch Achtelfinale 3. Und somit ist dieses Achtelfinale 3 erst morgen dran, weil heute ist Achtelfinale 1 und Achtelfinale 2. Achtelfinale 2 ist Deutschland gegen Italien, das heißt, wir sehen später Deutschland gegen Italien. Deutschland gegen Italien ist ganz unten, ist aber Achtelfinale 2. Ein bisschen verwöhnt, aber jetzt denke ich mal mit der Erklärung selbsterklärend. 5 Päckchen, Schottland-Serbien, soll es nach diesen 5 Päckchen unentschieden stehen. Gibt es 2 weitere Päckchen, soll es nach diesen 2 weiteren Päckchen immer noch unentschieden stehen, entscheidet der Würfel. Das sind die Regeln, Leute. Das sind die Regeln für alle weiteren K.O.-Runden-Spiele. Das heißt, in diesen 2 weiteren Päckchen sollten wir in den ersten Päckchen Schottland ziehen, in den zweiten Päckchen Serbien, steht es wieder unentschieden, Würfel entscheidet. Abwart. Schottland gegen Serbien. Ihr seht ja, oder ihr habt ja die anderen Begegnungen gesehen. Das kann ja bedeuten, Viertelfinale, eventuell Deutschland-England. Also es sind wirklich geile Partien, eventuell im Viertelfinale, natürlich jetzt auch schon im Achtelfinale. Ja, Schottland-Serbien, wir starten rein mit England, Kroatien, Schweiz, Portugal, Rumänien und Kasachstan. Erstmal keine Packs, keine Tore. Und ich habe eins vergessen. Zack, 0-0. Partie hat ja begonnen. Partie hat begonnen und zack, das ist das 2-0. Billy Gilmour. Schottland doppelt in Führung. Luxemburg, Slowakei und Frankreich. Tchouameni. Das ist schon ja, sehr, 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 sehr gut für Schottland. Und hier kommt leider derjenige, der schon ausgeschieden ist, CR7, zumindest ausgeschieden hier in unserem Format. Mal gucken, wie es in echt stattfinden wird. Oh, Italien Purple Logo, sehr nice, brauchen wir aber hier jetzt nicht und auch später gerne nicht, weil später ja Deutschland gegen Italien spielt. Nächstes Pack. Und das war's. Serbien ist raus. Serbien ist raus. Ab vor Pol, warte mal. Scheiße. Ganz kurz mal hier VAR. Slowakei, zack. Und hier haben wir angefangen mit Rico Lewis und Co. Rico Lewis war der Erste. Ja, das war's. Bedeutet, Marco Grujic hat noch ein Tor gemacht, 2-1. Serbien ist raus, Schottland somit im Viertelfinale 1. Und ja, muss dann gegen Kroatien oder Belgien, wenn ich das Ganze hier richtig verstehe. Aber Viertelfinalbegegnung werdet ihr dann auch eingeblendet bekommen, alle 4 im ersten Viertelfinale. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, ich danke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! We'll be right back.